Hallo ihr Lieben, gebt fein Acht, heute ist schon der 20. Dezember und die Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenwohnparks in Schlotheim haben euch wieder eine schöne Geschichte mitgebracht. Knecht Ruprecht, von draußen vom Walde, da komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. All überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Und droben aus dem Himmelstor schaut mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so streut durch die finsteren Tannen, da rief's mich mit heller Stimme an. Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an. Das Himmelstor ist aufgetan. Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen fliege ich hinab auf Erden, denn es soll wieder Weihnachten werden. Ich sprach, o lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nur noch in die Stadt, wo es alte, gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier, denn Apfelnuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hast denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier, denn für die Kinder nur die Schlechten, die trifft sie auf den Teil den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott, mein treuer Knecht. Von draußen vom Walde, da komm ich her, ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich's hierinnen find, sind's gute Kind, sind's böse Kind? Ihr lieben Kinder da draußen, ich spreche im Namen all unserer Bewohner hier im Haus. Wir wünschen euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit. Viel Spaß und Freude beim Auspacken eurer Geschenke und es wird sicherlich die eine oder andere Überraschung geben. Lasst euch reichlich beschweren und in diesem Sinne frohe Weihnachten.